Statement? Krasses Rennen. Der Wahnsinn. Was? Der Wahnsinn. Der Wahnsinn, der pure Wahnsinn. So, es ist 2 Uhr, noch eine Stunde. Countdown läuft zum Start. Aus lauter Verzweiflung versucht der Paul noch was an seinem Bobbycar zu verbessern. Mir fehlt die Schraube hier. Bleibt das Objekt der Begierde. Ich war gar nicht mit. Richtig rumhauen, weil die sind, glaube ich, die werden auch krass brutal sein, die ganzen Leute. Weißt du auch, dass sich einer von uns einfach absetzt? Und der andere fährt da hinten und haut den Geleitschutz. Vorsicht, vorsicht. Ja genau, das meine ich, dass einer vorne fährt, der andere so steht dahinter und die ganzen jungen Leute mal weghauen. Ich denke, so könnten wir es machen. Ich würde da nicht runterfahren, Leute. Ich bin absolut konzentriert, kein Kommentar. Ich würde sagen, in diesem Rennen geht es sehr um das Material. Das Material ist zweitrangig, wichtig ist, dass wir erstmal ankommen. Ey, ich bin schon voll heiß, ich werde alle aus der Piste jubeln. Wenn ich den Helm rumdrehe, bin ich eine Maschine. Uns fehlt nur der Sieg. Wir wollen kein Zweiter sein. Aber Zweiter ist doch auch okay. Dritter Platz. Ich danke meinem Team. Ich habe die besten Mechaniker gehabt. Und danke meiner Familie für die jahrelange Unterstützung.